So, hallo liebe Simpson und MZ-Freunde. Hier ist der nächste Moped, was ich vorstellen möchte euch. Das ist der Simpson Star. 1974. Und der Moped hat noch original Lack. Wieder Kneblech montiert, was hier in Ungarn hergestellt wird. Das ist eigentlich ein Glasfasermaterial und das ist nicht lackiert, sondern das Material hat selber so eine ähnliche Farbe wie der Tank und der Seitendeckel. Erzählen. Also Moped habe ich im Internet gefunden, Corona-Zeit, und habe ich gesehen, dass jemand 15, 20 Motorräder rausgeschmissen hat zum Verkaufen. War vor dem Haus fotografiert. Habe ich angerufen, was machen Sie? Verkaufen Sie? Jede Sammlung? Nein, nein, da kommen die Mopeds nicht abholen, weil die Grenzen gesperrt sind. Weil er hat dann für die nicht so schönen 1000 Euro gekriegt, sondern für die schönen 1300. Hat überall seine Kontakte gehabt. Und wenn jemand gesehen hat, da ist der Simpson, dann hat er gleich gekauft. Natürlich ganz billig und dann weiterverkauft. Jetzt ist Ungarn auch schon so, dass Simpson so ganz wenig gibt. Und das Preis geht immer weiter rauf. Und die Preise jetzt sind schon hier in Ungarn so wie Deutschland. So, jetzt tun wir einstarten. Zuschauen, abonniert bitte meinen YouTube-Kanal und ich melde mich nächste Woche mit meiner MZ DS 250 x 1 und tschüss.